Sie entdeckten eine riesige verlorene Stadt unter dem Grand Canyon, die niemand sehen sollte. Überall auf der Welt gibt es Rätsel, die selbst Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler vor ein Rätsel stellen, wie solche Dinge existieren können. Das größte Höhlensystem der Welt muss man einfach gesehen haben. Aber nichts übertrifft die Entdeckung einer riesigen verlorenen Stadt unter dem Grand Canyon, die niemand sehen sollte. Nummer 10. Nashornhöhle, Botswana. Höhlen in Botswana haben schon immer erstaunliche Entdeckungen hervorgebracht, aber die Nashornhöhle ist wirklich etwas Besonderes. Erstmals in den 1990er Jahren untersucht, haben Archäologen herausgefunden, dass sie für das älteste Ritual der Welt genutzt worden sein könnte. In der Nashornhöhle wurden etwa 100 bunte Speerspitzen und eine aus Stein gehauene Schlange gefunden. Das steinerne Reptil, das 6 Meter lang und 2 Meter breit ist, wurde von einer zerbrochenen Wand getragen. Einige der Spalten in der Höhle waren sogar mit Quarzsplittern gefüllt. Die Forscher sind der Meinung, dass die Höhle zweifellos für das Volk der San von Bedeutung war, die sie vor rund 70.000 Jahren für die Anbetung von Pythons nutzten. Das übertrifft die bisher ältesten bekannten Rituale um 30.000 Jahre. Während einige Wissenschaftler der Meinung sind, dass es damals keine Rituale gab, gibt es in den Zodilo Hills, wo sich die Nashornhöhle befindet, unzählige Beispiele für Felszeichnungen, die zeigen, dass die San ähnliche Handlungen wie die Schlangenzeremonie vollzogen. Nummer 9. Cueva de los Tayos, die geheime Höhle der Giganten. Eine der faszinierendsten Höhlen der Welt ist die Cueva de los Tayos oder Höhle der Ölvögel. Sie befindet sich an den östlichen Hängen der Anden in Ecuador und der Legende nach enthält die Höhle eine riesige Metallbibliothek, die von Riesen oder Außerirdischen geschaffen wurde. 1969 behauptete eine Expedition von Janusz Juan Moritz, Goldhügel, ungewöhnliche Skulpturen und eine metallische Bibliothek entdeckt zu haben. Dies wurde von dem Wissenschaftler Erich von Däniken in seinem Buch Gold der Götter hervorgehoben, in dem er behauptete, dass sich die Gegenstände möglicherweise in riesigen Tunneln befanden, die von einer untergegangenen Zivilisation mit Hilfe von Außerirdischen angelegt wurde. Die internationale Expedition von 1976, an der auch Neil Armstrong teilnahm, erwies sich als die größte und teuerste Höhlenerkundung, die je durchgeführt wurde. Die Cueva de los Tayos wurde gründlich vermessen und kartiert. Obwohl viele Formationen in der Höhle mit von Dänikens Behauptungen übereinstimmten, wurden keine Artefakte gefunden. Eine einheimische Quelle, die mit Janusz Juan Moritz zusammengearbeitet hatte, sagte jedoch, dass das Team die falsche Höhle erforscht habe und die ursprüngliche Cueva de los Tayos immer noch ein streng gehütetes lokales Geheimnis war. Nummer 8. Die älteste Weinkellerei der Welt. Als Archäologen den ältesten Schuh der Welt entdeckten, der 5500 Jahre alt ist, ahnten sie nicht, dass sie damit auch die älteste Weinkellerei der Welt entdecken würden. Als ein Forschungsteam 2007 zu der Höhle in der Nähe des Dorfes Areni in Armenien zurückkehrte, entdeckte es Geräte zur Herstellung von antikem Alkohol. Es gab trockene Rebstöcke, Bottiche für das Treten der Trauben, Lagergefäße für die Gärung des Saftes und Verkostungsbecher. Es wurde festgestellt, dass die gesamte Produktionslinie für Alkohol über 6000 Jahre alt ist. Die groß angelegte Weinkellerei war ein Beweis dafür, dass die Weintrauben früher domestiziert wurden als angenommen, was angesichts des Standorts nicht unmöglich ist. Die DNA-Forschung hat die Ursprünge des Weinbaus nach Armenien und in benachbarte Regionen zurückverfolgt. Die prähistorischen Winzerinnen und Winzer haben offenbar ihre Schuhe und ihre Ausrüstung zurückgelassen, aber keine anderen Informationen zur Identifizierung. Offensichtlich haben sie auch ihre Verstorbenen mit einbezogen, denn in der Nähe wurde ein Gräberfeld gefunden, das Trinkbecher in den Gräbern enthielt. Nummer 7. Die Höhle der Briefe. Die Höhle der Briefe ist buchstäblich eine Höhle voller Geheimnisse. Sie wurde in den 60er Jahren wiederentdeckt und ihr Inhalt beschreibt das tägliche Leben und die Kultur des alten Israel.
Zunächst sah die Höhle der Briefe wie eine ganz normale Höhle in der judäischen Wüste aus, aber bei den Ausgrabungen stellte sich heraus, dass es sich um eine gut erhaltene Zeitkapsel mit Briefen und Dokumenten aus dem 1. und 2. Jahrhundert handelt. Archäologen haben diese Schriften und andere in der Höhle gefundene Artefakte mühsam analysiert, um herauszufinden, wer die Höhle nutzte und warum. Die Höhle der Briefe, die 40 Kilometer südlich von Qumran am Westufer des Toten Meeres liegt, war vermutlich nur den Beduinen des Stammes Ta'amire bekannt. Ausgrabungen in der Höhle brachten auch unvorstellbare Entdeckungen ans Licht, wie die größte Sammlung antiker persönlicher Korrespondenz und auf Papyrus geschriebener Dokumente, die je in Israel gefunden wurde. Darunter Briefe, die der berühmte jüdische Anführer Simon bar Koba während seines Aufstandes gegen die Römer an seine Anhänger schrieb. Nummer 6. Die Lupercal-Höhle. Im Jahr 2007 gab die italienische Archäologin Irene Jacobi bekannt, dass sie wahrscheinlich die legendäre Lupercal-Höhle gefunden hat, in der eine Wölfin Romulus und Remus fand. Der römischen Legende nach wurden die ausgesetzten Zwillingsbabys von der Wölfin gesäugt, bis sie von dem Hirten Faustulus gerettet wurden. Die Brüder wuchsen heran und gründeten die große Stadt Rom. Die Lupercal-Höhle soll sich am südwestlichen Fuß des Palatinhügels in Rom befinden. Dort hatte man sie unter den Überresten des Hauses von Kaiser Augustus, der Domus Livia, gefunden. Als der Palast restauriert wurde, entdeckten Arbeiter eine tiefe Höhle, die eine kreisförmige Kammer enthüllte, die mit Marmor und Muscheln verziert war. Der überzeugendste Beweis für die Höhle ist die Lage und ein weißes Adlerabzeichen im Gewölbe. Es wird angenommen, dass es Augustus selbst war, der den heiligen Ort in der Nähe seines Palastes renovierte und den Adler aufstellte. Nummer 5. Nie zuvor gesehene buddhistische Malereien in der Mustang-Höhle. Das Königreich Mustang in Nepal hat sich immer von der Außenwelt abgeschottet und seine tibetischen und buddhistischen Wurzeln in der Geschichte bewahrt. 2007 wurden Archäologen, die in einem nepalesischen Kloster in Mustang Wandmalereien restaurierten, von einem einheimischen Hirten über eine Höhle informiert, die etwas Ähnliches enthielt. Er führte die neugierigen Archäologen in eine Bergregion, die 3400 Meter über dem Meeresspiegel liegt. Im Inneren der Höhle machten die Archäologen die Entdeckung ihres Lebens. In der Höhle befanden sich 55 lebendige Wandmalereien, die das Leben des Buddha darstellen. Sie stammten aus dem 12. Jahrhundert und unterschieden sich von den üblichen tibetischen Wandmalereien und schienen mit einem starken indischen Einfluss geschaffen worden zu sein. Gleichzeitig entdeckte das Team in den nahegelegenen Höhlen mehrere alte tibetische Manuskripte, die darauf hindeuten, dass es sich bei dem Ort um eine buddhistische Schule oder einen Rückzugsort gehandelt haben könnte. Der genaue Standort der Kunstwerke wurde verheimlicht, um Diebe daran zu hindern, die wertvolle Sammlung zu stehlen. Nummer 4. Eine verlorene Flotte ägyptischer Schiffe. Wie aufregend ist es, einen Hafen und eine Flotte von Schiffen zu finden, die in Höhlen versteckt sind? Es klingt unmöglich, aber im Jahr 2004 fanden Archäologen tatsächlich eine Flotte ägyptischer Schiffe, die aus dem legendären Land Punt zurückgekehrt waren. Es waren Wandschnitzereien, die im 19. Jahrhundert in einem ägyptischen Tempel entdeckt wurden, die die Existenz der Flotte offenbarten. Die Überreste der Flotte wurden in 8 Höhlen in der Nähe des Roten Meeres entdeckt, die Ausrüstung, Schiffe und eine Hafengemeinschaft enthielten. Die Schiffe waren so komplex, dass sie wie Puzzles zusammengebaut werden konnten, was noch nie zuvor gemacht wurde. Der Hafen namens Mersa Gawazis war berühmt für den Start von Schiffen auf großen Seereisen, unter anderem nach Punt. In den Höhlen wurden weitere Artefakte entdeckt, zum Beispiel Steine, auf denen sachlich klingende Berichte über die Fahrt nach Punt standen. Der Hafen war 4 Jahrhunderte lang in den Höhlen versiegelt, in denen sich auch einige der ältesten Seeschiffe befanden, die 4000 Jahre alt sind. Nummer 3. Die größte Höhle der Welt. Im Jahr 1990 entdeckte ein einheimischer Dorfbewohner ein riesiges Höhlensystem im Dschungel von Vietnam. Unter dem Namen Son Dong wurde die Höhle 2009 von einer britisch-vietnamesischen Expedition erforscht. Was die Geologen im Inneren der Höhle fanden, war atemberaubend.
Die Höhle erstreckte sich über mehrere Kilometer und es wurde sogar festgestellt, dass in ihr ein eigenes Ökosystem gedeiht. Das Volumen der Höhle war beeindruckend und weckte das Interesse von führenden Geologen und von National Geographic. Im Jahr 2013 wurde Hang Son Doong offiziell von Guinness als die größte natürliche Kalksteinhöhle der Welt und die größte natürliche Höhle der Welt anerkannt. In der 9 Kilometer langen Höhle fanden die Wissenschaftler riesige Stalaktiten, die 80 Meter hoch sind. Außerdem waren die Gänge mit Korallen übersät, die vor Hunderten von Millionen Jahren versteinert worden waren. Das Ende der Höhle wurde von einer 90 Meter hohen, senkrechten Kalzitwand versperrt, die die Forscher die Große Mauer von Vietnam nannten. Nummer 2. Die Thiopetra-Höhle und die älteste Mauer der Welt. Die Thiopetra-Höhle ist ein archäologisches Denkmal in der zentralgriechischen Provinz Thessalien in Meteora. Ihre Entdeckung war ein bedeutender Moment in der Archäologie, denn in ihr wurde festgestellt, dass in ihr vor 130.000 Jahren Menschen gelebt haben. Außerdem gibt es kontinuierliche Beweise für die menschliche Besiedlung der Thiopetra-Höhle vom Mittelpaläolithikum bis zum Ende der Jungsteinzeit. Die Tatsache, dass dort ohne Unterbrechung Menschen gelebt haben, hat den Wissenschaftlern geholfen, die prähistorische Zeit in Griechenland besser zu verstehen. Die Höhle wurde am nordöstlichen Hang eines Kalksteinhügels gefunden, der 100 Meter hoch ist und das kleine Dorf Thiopetra überragt. Eine faszinierende Entdeckung tief in der Höhle waren die Überreste einer Steinmauer, die einst den Eingang der Höhle teilweise verschloss. Die Mauer, die 23.000 Jahre alt ist, wurde wahrscheinlich von den Bewohnern gebaut, um die Kälte fernzuhalten und ist damit das erste menschliche Bauwerk überhaupt. Nummer 1. Eine verlorene ägyptische Stadt im Grand Canyon. Schau dir unser Vorschaubild an. Das ist das Bild einer verlorenen ägyptischen Stadt, die im Grand Canyon entdeckt wurde. Wie um alles in der Welt ist das passiert? Alles begann im Jahr 1909, als der angebliche Smithsonian-Forscher G.E. Kincaid behauptete, er habe tief im Grand Canyon seltsame Höhlen entdeckt. Im Inneren der Höhlen machte er eine monumentale Entdeckung. Er fand einen Schatz an Artefakten wie Statuen, Kupferwaffen und sogar Kornspeicher voller Samen. Das größte Höhlensystem war so groß, dass leicht 50.000 Menschen darin leben konnten. Die Artefakte stammten nicht von den amerikanischen Ureinwohnern, sondern waren ägyptischer Natur und einige sogar tibetisch. Wie sind sie dorthin gekommen? Die Geschichte wurde 1909 in der Arizona Gazette veröffentlicht, wurde aber von vielen kritisiert, die sie nicht glaubten. Bis heute hat das Smithsonian keine Aufzeichnungen über den Vorfall und unterdrückt jegliche Fragen zu ägyptischen Entdeckungen in Amerika. Hoax oder Vertuschung? Du entscheidest. Sag uns deine Meinung in den Kommentaren unten und vergiss nicht, diesen Kanal zu abonnieren.